Die Staatsoperperson wäre eine unglaublich erhabene Lady. Die Maria Theresia. 150 Jahre alt. Eine riesige Steinbüste in Gold. Die Kaiserin unter den Opernhäusern. Traditionell, distinguiert vielleicht. Ein wahnsinnig komplizierter Mensch. Mit einem Charakter, der von einer Minute auf die andere wechselt. Launisch. Sehr, sehr launisch. Ja, also Diva halt. Ich sehe die in so einem Jahrhundertwende mit einem Dutt, oder? Oder? Ja, ja. Ein Dutt. So ein warmherziger, geschichtenerzählender Großvater. Ein historisches Schlachtschiff. Die steht da. Unumstößlich. Wenn die Langschläferin Staatsoper morgens etwas behäbig aus ihrem Schönheitsschlaf erwacht, ist der musikalische Studienleiter Thomas Lausmann schon flink auf den Beinen. Der gebürtige Heidelberger ist meist einer der Ersten, der das sogenannte erste Haus am Ring betritt. Täglich legt er zwischen Direktionsgang, Probensälen, vor und hinter der Bühne mehrere Kilometer zurück. Lausmann ist ein richtiger Tausendsasser. Quasi die Schnittstelle zu sämtlichen musikalischen Prozessen des Hauses. Ein Kernstück seines Aufgabenbereiches ist das Erstellen des täglichen Probenplans. Mit ihm steht und fällt jeder Tag in der Oper. Lausmanns Liebe zur Gründlichkeit mag dabei ein Vorteil sein. Das Zusammensammeln der Informationen und das Erstellen des Probenplans empfinde ich fast wie ein Kreuzworträtsel oder wie ein Sudoku-Spiel. Es gibt eine Lösung, die ist ganz klar, die muss gefunden werden. Und die Lösung ist aber nicht leicht zu finden. Manchmal ist es sehr kompliziert. Ich arbeite immer so, dass ich die Informationen, die eigentlich sehr leicht zu finden oder einzuteilen sind, ganz genau aufschreibe. Dann eliminiere ich alle Möglichkeiten, die nicht in Frage kommen und nähere mich so immer näher der Lösung. Und wenn ich ein Glück habe, dann rechtzeitig zur Abgabe des Probenplans mittags, habe ich dann die Lösung gefunden. Servus. Genau. Das stimmt eh, das hattest du eh schon gehabt. Ja. Und das stimmt eh. Okay. Gut, super. Mahlzeit. Die Zusammenarbeit mit den Sängern, also das gemeinsame Einstudieren der Rollen, genannt Korrepetieren, ist ein weiteres zentrales Element in Lausmanns Arbeitsalltag. Zum einen muss man ausgebildeter Musiker sein. Alle meine Kollegen beginnen entweder als Solorepetitor oder manche vielleicht auch als Kapellmeister, als Dirigent. Solorepetitoren sind der Ausbildung nach Pianisten. Wir haben alle irgendwann mal Klavier studiert und haben uns dann auf die Arbeit mit Sängern spezialisiert. Wie kann man beschreiben, was einem Musik gibt? Kann ich nicht beschreiben. Es gibt Abende, es gibt Vorstellungen, da ist die Musik so stark und so gut und so wahr, dass man da dann plötzlich monatelang wieder von irgendwas zehren kann. Als 26-Jährige stand die Sopranistin Daniela Falli erstmals mit zitternden Stimmbändern vor den Wiener Philharmonikern. Damals sang sie die Rolle der Fiaker-Milli aus Richard Strauss' Oper Arabella. Heute ist die gebürtige Niederösterreicherin längst fixes Ensemblemitglied.
Als ich hier zum ersten Mal singen durfte und mir die Wiener Philharmoniker applaudierten und mich nicht von der Bühne verwiesen sozusagen, da kamen in der Tat ein paar Tränchen. Da habe ich mit meinen Händen den Boden berührt und war wirklich unglaublich demütig und dankbar, dass ich hier sein durfte. Wenn man da steht, teilweise auf der Bühne, ganz sicher wird das ein bisschen fast übersinnlich. Es ist ja nicht nur wir Energie zum Publikum, sondern auch Publikum Energie zu uns. Und das finde ich ganz interessant, wenn dann zum Beispiel so ein Schlechtwettertag ist oder so, da spürt man schon ganz zu Beginn der Vorstellung, ui, heute wird es eher zäh oder so, weil man spürt diesen Druck der Atmosphäre einfach so, dieses, oh, es regnet, es drückt und so. Und das ist dann auch im Raum und das ist dann ganz interessant, was man mit der Kunst auch auslösen kann. Wenn wir das gut machen, dann können wir diese ganze Stimmung, die da so bei den 3000 Leuten im Raum hängt, wir können die umwandeln. Und plötzlich ist dieses Schwere weg und plötzlich kann es was ganz anderes werden. Es gibt Dimensionen, die man nicht erklären kann. Den kleinsten Arbeitsplatz in der Oper mit einem Quadratmeter Größe hat Maestro Suggeritore Mario Pergtold. Man nennt ihn auch den Einflüsterer. Ja, ich war in der Schule auch wirklich schon ein guter Einsager, ja. Das stimmt sogar. La Marina. La Marina. Wir sind ein verlängerter Arm des Dirigenten, kann man sagen. Die Dirigenten haben während der Vorstellung nicht unbedingt immer Zeit, alle Einsätze auf die Bühne zu geben. Die müssen sich auch mit dem Orchester beschäftigen. Oder es gibt eben Ensembles, wo viele verschiedene Stimmen sind. Und dann bin ich einfach eine Verlängerung vom Dirigenten. Voll. Das klassische Opernsoufflieren ist ja, sage ich einmal, so ein bisschen was wie eine Simultanübersetzung im umgekehrten Sinne. Das ist eine ganz eigene Technik, wo wir quasi im Auftakt, bevor der Sänger singt, ihm schon die Anfänge reingeben, damit er das quasi als akustischen Einsatz wahrnehmen kann. Non trovai la tomba. Era meglio. Wenn ich die Stimmen der Opernsänger höre, dann kann ich nach sehr kurzer Zeit viel über die Verfassung des Sängers heraushören. Das ist eine Frage der Übung und der Erfahrung. Und man sitzt ja auch sehr nahe dran. Das teilt sich oft doch ganz anders mit als von draußen. Die Intimität zwischen mir und dem Sänger ist von Fall zu Fall verschieden. Aber es ist generell schon so, dass zwischen Souffleur und Sänger doch ein harmonisches Verhältnis entstehen sollte. Also da muss schon eine Linie da sein, eine Verbindung da, weil sonst wird es schwierig für beide. Wir haben schon alles Mögliche abgekriegt. Requisiten, Ringe, Dolche, Spucke. Das, ja, da muss man ein bisschen unempfindlich sein. Aber also das kommt nicht wahnsinnig oft vor, aber passiert durchaus, ja. Es gibt auch wirklich Situationen, die wir nicht retten können. Das gibt's wirklich. Es kann auch einmal sein, eben, dass der Dirigent und das Orchester Verständigungsschwierigkeit haben. Und das ist dann für uns natürlich auf der Bühne und für mich auch sofort, fängt es gleich an, ein bisschen zu wackeln. Da kann man dann nur eine vorne und schreien und rufen und ja. Opernsoufflieren ist ein einziger Balanceakt. Wirklich.
Wolfgang Schilly ist hier seit 25 Jahren Regieassistent. Als solcher studiert er meist Wiederaufnahmen ein. Der Sohn eines Musikers hat im Alter von 10 Jahren seine erste Oper, nämlich Don Giovanni von Mozart, gesehen. Seither ist die Oper seine größte Liebe. Signorina, Signorina, bitte nochmal. Signorina, Signorina, bitte, Steven. Signorina, Signorina. Doc, doc, doc. Der das Wissen hat, der hat das Sagen auf der Probe. Ruhe! Diese Erfahrung habe ich einfach hier mit den Sängern, die ich für toll und für hochintelligent halte, gemacht, dass ich deren Respekt bekommen habe. Ja, warte, war alles falsch. Das machen wir nochmal. Entschuldigung, das machen wir nochmal. E non respira più, bitte. Die Kommunikation ist hoffentlich im Idealfall auf Augenhöhe. Schau, die Position ist schlecht. Ihr müsst rechts der Mitte stehen, weil hier sind ja noch drei Orchestermusiker von der Bühnenmusik. Dann bei der Vorstellung. Weil wenn die sehen, dass du das Stück kennst, ja, also auch jetzt nicht gerade mal so irgendwie oberflächlich, sondern du weißt schon, was erzählen wir hier eigentlich? Worum geht's? Was sind eigentlich die Schlüsselstellen? Dann habe ich von dem Sänger eine ganz andere Aufmerksamkeit in der Arbeit. Und dann ist es auch eine schöne Arbeit. Wenn man das hinkriegt, zusammenzuarbeiten und eigentlich das einzige Ziel ist, eine gute Vorstellung hinzukriegen, dann gibt es kein Problem. Qualche ragazza, che me la, alla mia lista. Sehr gut, danke sehr. Danke dir. Bravo. Ciao, ciao. Ah, cherubino, ah, cherubino amore, cocci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrar. Quel, qualche giustizia, qualche comprio vendo, a qualche tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Oh, bello. Das Ego eines Sängers ist ein bisschen vermutlich berufsbedingend auch, denn wer sonst, wenn er nicht ein gewisses Ego hat, stellt sich freiwillig vor 3000 oder mehr Menschen, exponiert sich, gibt sich sozusagen auch einem, im schlimmsten Fall eine Art Todesurteil hin, wenn man dann ausgebuht wird oder so weiter. Ja. Da steht natürlich wahrscheinlich irgendwo ein Ego dahinter, viel öfter vielleicht auch eine kleine Kompensation, eine kleine Unsicherheit. Ich war im Leben immer sehr unscheinbar eigentlich und bin auf eine Bühne gegangen und habe plötzlich gemerkt, wow, hier fühle ich mich zu Hause, hier darf ich auch mal erscheinen, hier darf ich strahlen, hier ist ein Raum für mich, also soweit das ist. Aber ich glaube, jeder Künstler hat das so ein bisschen in sich, dass er einen Antrieb, einen Antreiber in sich hat, warum er das tut. Entschuldige, gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Es sind immer diese blöden, schnellen Triolen da. Und im Moment ist es, du machst das wahnsinnig genau, klingt das so ein bisschen mathematisch und ich glaube, so ein bisschen das Verspielte können irgendwie noch ein bisschen besser herauskommen. Ich habe vor dem Sängerberuf einen irrsinnigen Respekt, sich vor hunderte, tausende Leute hinzustellen und zu singen. Das erstens mal kann das nicht jeder und zweitens will das auch nicht jeder. Das ist ein wahnsinnig schwieriger Beruf. Man macht den Mund auf und ist sofort der Kritik ausgesetzt. Jeder weiß es besser. Ja, super. Und Meister, mach's aber nicht mit dem Akzent, sondern bring's einfach früher rein. Ja, der Meister. Du verzögerst jetzt den Meister, bring's einfach früher. Der Meister. Genau. Also jeder, der diesen Beruf ergreift, muss eine unglaubliche Fähigkeit zur sogenannten Resilienz haben. Denn es wird ganz, ganz oft kritisiert, wir sind Spitzensportler, es geht darum,
unsere Zeit sozusagen permanent zu verbessern, alles ununterbrochen zu verbessern. Wunderbar. Sie lachten und jagten davon, nun lief ich nach, doch an der Rhein am Kreuz, das göttliche Blut auch floss. So eine gute Portion Wahnsinn kann natürlich bei einem guten Sängerdarsteller, möchte ich es jetzt mal nennen, nicht schaden. Tada! Tod, meine Mutter, wer sagt? Weil ich, wenn ich weiß, dass der aber das bringt, ja, dann darf der auch ein bisschen verrückt sein. Ich bin eher ein bisschen aufbrausend genau, zu Herrn. Genau, dass du dem da ein bisschen vorgehst, dass er dich sehen kann, weil er ja an ihr herum hantiert. Wenn ich jetzt also nur mit Buchhaltertypen die ganze Zeit proben müsste, dann wird es ein fader Abend. Also das heißt, ist schon wichtig, dass du Leute hast, die eine Persönlichkeit mitbringen, dass das natürlich dann auch ein bisschen übertrieben sein kann, das muss man dann in die richtigen Bahnen lenken. Oh, da stellst du ihm den Stuhl, der wird mehr. Dem schadest du nicht, nämlich den Stuhl. Genau. Dich lockt es nur. Zu wildkindisch. Immer den Stuhl. Genau. Dich lockt es nur zu wildkindisch. Geschoss. Die wirklich Großen, ja, mit denen hast du die wenigsten Probleme. Ja. Da sitze ich doch, wenn er das erzählt, oder? Ja, es ist nur so, wenn er jetzt beginnt, von sich zu erzählen, geht er in die Gruppe hinein. Mir geht es nur noch um den Ausdruck. Das heißt, wer kann mich berühren? Er ist ein Für Schutz und Sicherheit sorgt seit nunmehr 35 Dienstjahren Feuerwehrmann Franz Gschwendt. Klassische Musik war bis zu meinem Dienstbeginn hier nicht mein Metier, das war eher ein Fremdwort. Und hat sich aber nach circa 2 Monaten geändert. Mir hat ein ehemaliger Arbeitskollege gesagt, wenn du nicht aufmachst für diese Musik, wird das hier zur Qual. Und ich habe mich Wagner zum Beispiel über das Orchester genähert. Wie das instrumentiert ist, ist ein Traum. Mittlerweile, in der Sommerpause, wenn wir einen Monat oder so in Urlaub sind, fehlt einem schon ein bisschen die Musik. Die Dramatik, was Musik alles ausdrücken kann, war mir bis zum Beginn hier nicht bekannt. Große Schere, die gehört da, ja. Ja, der Schlauch. Da haben wir noch ein paar schöne Sachen. Haben wir sowas? Haben wir. Das gehört da rein. Da hinten gehört noch eins mit so. Sowas, was du da hast. Ja. Die Pinzetten, da vier. Nicht da her, oder? Nein. Das passt auch, ja. Das ist ja ziemlich Spaß. Die Hände sind ganz wichtig, sage ich immer. Also ich bin auch froh in unserer heutigen Zeit, dass wir noch mit den Händen arbeiten dürfen. Zum Beispiel hier unser Freund, der ist jetzt von Durandot, das war gestern am Abend mit der Vorstellung dabei, der muss auch immer wieder serviciert werden, der muss ein bisschen nachgepinselt werden. Also das sind so Serviceleistungen einerseits, aber andererseits ist natürlich bei der Handarbeit ganz wichtig, dass man natürlich meditativ arbeitet, sage ich es fast. Aber
ab und zu, wenn es zu hektisch wird, hole ich mir eine Perücke und dann wird geknüpft. Weil ich möchte mir das Schönste eigentlich am Job auch nicht nehmen lassen. Und natürlich auch die Betreuung der Sänger ist auch sehr schön. Auch da sage ich, na, gewisse Sänger, die muss ich noch nach wie vor betreuen. Das lasse ich mir nicht nehmen. So we make with the ribbon? Viele Abteilungen im Haus sind in Damen- und Herrenseite geteilt. So auch das Maskendepartment. Leiterin Beate Kreiner ist seit 27 Jahren im Team und verbringt gerne Zeit auf der Herrenseite. Ich glaube, dass wir Maskenbildner primär Backstage-Leute sind. So was wie heute ist für mich was ganz Besonderes. Wir lieben es eigentlich, im Schatten zu stehen. Wir lieben es, jemanden anderen zuzuschauen, wie er das tut, und haben eigentlich nicht das Bedürfnis, selbst auf der Bühne zu stehen. Nie und nimmer würden wir das wollen. Ja, aber was wir sehr, sehr gerne mögen, den Sänger dabei zu unterstützen oder den Tänzer dabei unterstützen. Ah, und betrunken, also vielleicht rote Nase ein bisschen. Ja? Machen wir? Haben wir schon ein paar Mal gemacht, ja. Ja? Ja. Dann machen wir das auch noch. Mehr. Mehr? Um Gottes Willen, okay. Ich habe mehr getrunken. In meinen Jugendjahren, wenn ich irgendein Problem gehabt habe in der Schule, dann bin ich zu Hause gekommen, habe mich ans Klavier gesetzt und es ist mir einfach wieder gut gegangen. Wenn ich jetzt auf der Seitenbühne stehen darf, dann kann ich nur sagen, das sind die täglichen Probleme, die halt im Alter kommen, nicht mehr so gewichtig. Wenn man einfach der Musik lauscht, tut das meiner Seele gut. In den verstecktesten Winkeln der Oper geschehen oft die aufregendsten Dinge. Im sechsten Stock, in der Herrenrepertoire-Schneiderei, liegt ein Hauch von Hollywood in der Luft. Bei den Dreharbeiten zu Mission Impossible soll sich Schauspieler Tom Cruise zwischen Stuntszenen auf dieser winzigen Couch ausgeruht haben. Wir sind zuständig, wenn die Premiere rum ist. Da kommen die Kostüme dann nach der Premiere zu uns. Die Kollegen inventieren die. Es wird aufgeschrieben, fotografiert. Jedes Teil hat eine eigene Nummer. Schuhe werden da aufgeschrieben. Und dann ist es bei uns. Und dann wird, wenn die Serie wiederkommt, ausgesucht, wem könnte was passen. Beziehungsweise muss man manchmal auch nachbestellen. Die Sänger kommen vor Wiederaufnahmen regelmäßig zur Anprobe. Martin Popp und seine Kollegen sorgen dann dafür, dass die jeweilige Kleidung ordentlich sitzt. Das Gesäß ist ein bisschen, das ist nicht gar so. Ja, aber man kann trotzdem da noch man was muss noch was wegmachen, weil das ist nicht schön, diese Züge. Jetzt für die Probe ziehe ich es nur zusammen. Martins Kollege Hans-Peter Fuchs ist als 18-Jähriger direkt von der Modeschule in die Oper gewechselt. Auch in seiner Freizeit identifiziert er sich sehr mit seinem Beruf. Ich muss mich oft in der Straßenbahn oder in der U-Bahn zurückhalten, dass ich nicht jemanden den Mantel zurechtzupfe oder so irgendwas. Also das habe ich echt schon, also wirklich schon so. Schon gemacht. Wo ich mir gedacht habe, das darf ich nicht. Ja, das wird richtig pathologisch. Geht mich nicht an, wie der herumgeht. Also. Ah, ein Fussel, Vordermann. Man gafft den Rest der Strecke nur noch am Fussel. Ja, das ist so, ist irgendwie neurotisch fast schon ein bisschen, ja. Aber ich glaube, der Maske geht's mit Haaren so. Wahrscheinlich, ja. Wenn die Koteletten unterschiedlich sind. Die gelernten Damenkleidermacher Martin und Hans-Peter haben schon gemeinsam die Schulbank gedrückt. Zufall oder Schicksal? Haben sie 20 Jahre später in der Oper wieder vereint.
Die Berufsehe der beiden funktioniert gemäß der Erfolgsformel: Gegensätze ziehen sich an. Ich höre gern House und Lounge und Jazz und sowas. Ja. Ich spiele aber auch Klassik, wenn ich alleine bin. Ja, stimmt. Manchmal, wenn ich dabei bin, spielt er sie auch, aber dann nicht so lange. Wir kennen uns sehr, sehr lange Zeit. Ja, privat eigentlich nicht, wir treffen uns nie privat. Haben wir uns noch nie getroffen? Nein, noch nie getroffen. Nein. Es reicht hier. Zufällig immer, wenn. Er ist ein Katzenmensch, ich bin ein Hundemensch. Ich bin so lieber der Maschinennäher und er ist so lieber der Handnäher. Gell? Ja. Ja. Da sind wir auch unterschiedlich ein bisschen. Das mag ich eigentlich am wenigsten. Ich finde, das ist nicht so schlimm eigentlich. Nein, das ist eigentlich ein lautes Geräusch. Also das hat, glaube ich, 80 Dezibel oder sowas. Das ist eigentlich gehörschädigend sogar. Also. Ich mag das Bügelgeräusch nicht so gern, muss ich sagen. Dieses Absaugen, das ist ganz grauslich. Handnähen ist still, ja. Schöne kleine Stiche, fein und... Sollen wir den Probeplan jetzt schon ausdrucken oder morgen? Morgen. Jetzt wird es dann Zeit langsam. Na gut, ich räume auf. Bevor Kostüme, Schuhwerk und dazugehörige Accessoires nach den Premieren in der Repertoire-Schneiderei landen, wird im benachbarten Hanuschhof geschneidert, gesäumt, verknotet und getupft. In diesem Fall für eine Neuinszenierung von Tschaikowskis Ballett Schwanensee. Bei Kostümproben ist die Stimmung meist angespannt. Für Änderungen gibt es vor der Premiere wenig Zeit. Ballettdirektor Manuel Legris ist unzufrieden. From top it looks like fruits. It's like this. It's like. Maybe my first was also like that. And yeah, but this is very nice. I think this looks very nice. It doesn't go half so. If it's like this from profile, it looks really nice. It looks really nice. To fix it, we don't have it in front, so it's hard to fix it. Shh. Olga Esina ist erste Solotänzerin im Wiener Staatsballett. Die aus Leningrad stammende Prima Ballerina verkörpert einen der begehrtesten und auch schwierigsten Parts des klassischen Ballettrepertoires. Die Doppelrolle des schwarzen und weißen Schwans. Gleich nach der Kostümprobe muss sie zum nächsten Training. Zweiter Akt, Weißer Schwan, ist sehr schwierig technisch. Und ich bin sehr müde nach dem zweiten Akt. Und dann in den schwarzen, in den dritten, man muss 320 Volt raus, weil es muss irgendeine Bombe sein, weil sie ist sehr energisch und auch böse und sie will den Prinz heiraten. Und dann musst du rauskommen gleich mit voller Energie. Aber ich bin müde. Das ist das Schwierigste für mich, diese Energie zu finden und dann voll zeigen. Something is wrong with this position. You go here, Olga. And for me, you need to go there. Fourth position, Olga. Fourth, even more. Vor solchen großen Premieren gibt es leider kein Privatleben. Man muss konzentrieren auf Premiere. Und ja, ich bin jetzt zum Beispiel müde. Wenn ich noch Zeit habe, ich habe einen freien Abend, aber ich habe keine Kraft, irgendwo hinzugehen. Ich will einfach nach Hause im Bett vielleicht ein Buch lesen oder noch irgendwelche Videos anschauen und noch mal darüber denken, welche Fehler habe ich gemacht und was werde ich morgen verbessern. Dann schlafen, dann aufwachen und neuer Tag. Thank you.
hinter, unter und über der Bühne findet sich eine eigene Galaxie im Universum Staatsoper. Deren Bewohner, die Bühnenarbeiter, sind fast ausschließlich Männer. Sie sind Abteilungen wie Beleuchtung, Akustik, Versenkung und Schnürboden zugeteilt. Zwischen den Mitarbeitern gibt es klare Hierarchien. Zu oberst steht der Meister, gefolgt vom Vorarbeiter und vom Arbeiter. In Schichtdiensten werden Bühnenbilder mehrmals pro Tag auf- und abgebaut. Unterirdisch wird die Bühne mittels imposanter Hebesysteme gesenkt oder erhöht. Oberirdisch werden gigantische Kulissen bewegt und überirdisch sorgen komplexe Seilmechanismen für die Entstehung beeindruckender Bühnenpanoramen. In diesen schwindelerregenden Höhen befindet sich der Schnürboden. Die wilden Kerle vom Schnürboden, mit Spitznamen Flocke, Schabi und Stefferl, sind zwar schwindelfrei, aber kamerascheu. Ihr Arbeitsalltag ist vom Hochziehen bestimmt. Wände in die Höhe ziehen, Panoramas in die Höhe ziehen, Prospekte aufmachen und in die Höhe ziehen. Ja, das ist am schwer. Den kleinen Scheißen. Ja. Das ist eigentlich so im Großen und Ganzen ist das eigentlich nicht. Ja, es ist halt mehr. Hoppala. Hoppala. Das laut titscht. Was steht das auf da oben, hä? Was sagst du? Noch ein bisschen? Ja. Ja. Schau, kannst du jetzt die Kennen zu mir? Ich will da den einmal, oder? Ich passe auf meine Kollegen. Ich hab's nicht gemacht. Bei uns ist mehr die Handkraft gefragt, durch mehr, dass wir noch die Handzüge haben. Drüben ist alles elektronisch auf der Burgseite. Die Bühne ist zweigeteilt: in Stadtseite und Burgseite. Flocke, Schabi und Stefferl sind eingefleischte Stadtseitler. Über den Ursprung der Bezeichnung sind sie sich nicht ganz einig. Na, Stadtseite darum, weil ja wir mehr zur Kärntner Straße sind. Stadtseite. Burgseite, mehr Hofburg. Mir ist es erklärt im Burgtheater. Ja, das Burgtheater ist weit und breit nirgends. Das ist. Und das ist da oben. Ja, aber ein schöner breiter Weg. Na ja, ne, und der Burggarten ist gleich da um die Ecken. Die Frage sollte man nicht stellen. Müssen wir ausschneiden. Lass mal das offen. Stefan Wondrer ist bereits in dritter Generation Bühnenarbeiter. Schon Großvater und Vater Wondrer haben auf der Stadtseite als Arbeiter gewerkt. Du, Flo Horizont ist am Termin, gell? Den allerersten Tag bin ich halt reingekommen und da hat es sofort eine Einteilung gegeben. Und da hat es geheißen, der Herr Wondrer ist auf der Stadtseite. Ne? Und folgedessen, vom allerersten Tag an, bleibt es irgendwie drinnen. Und ja, einmal städtisch, immer städtisch. Genau. Wenn der Bühnenaufbau geschafft ist, wird eingeleuchtet. Herbert Reh-Safka ist seit 40 Jahren am Haus und Vorarbeiter in der Lichtregie. Das ist vorne, gell? Ja. Die nächste noch. Das ist das Einstellen, zweites Bild. Ja, okay, nächstes. Ich schau nur. Okay, schon. Gut. Die Oper ist für mich ein Produkt, das etwas vergleichbar ist wie mit einem Gemälde, das was jetzt momentan gemalt wird. Eine Vierer, zwei Dreier. Ja, ist korrekt. Es ist einfach ein lebender Organismus, der mit den vielen Gruppen, die da zusammenwirken, ein Gesamtkunstwerk ergibt, was aber nie reproduzierbar ist. Kannst du das erst hinten geben? Gleich hell? Ja, gleich hell. Okay. Es ist mir wirklich manchmal so über den Rücken gerieselt. Und das sind eben bestimmte Szenen, Auftritte von Sängern. Ein Beispiel war Otello mit Domingo.
Und der Domingo tritt auf und schmettert dort hinaus, dass es war... 501, wie gesagt, das war einer der Momente, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, es klingt einfach super. Es klingt so, dass eben mir die Gänsehaut über den Rücken läuft. Und das sind so Lichtblicke, die in einem Arbeitsleben, wo man halt sagt, da war ich gern dabei. Ich denke schon, dass Musizieren auf sehr hohem Niveau ein bisschen vergleichbar ist mit Spitzensport. Von der mentalen Leistung denke ich auf jeden Fall und auch motorisch. Also es ist schon sehr viel, das sich vergleichen lässt, denke ich. Katharina Engelbrecht gewann 2017 das Probespiel für eine freie Stelle bei den Ersten Geigen und ist seither eines der jüngsten Mitglieder des Staatsopernorchesters. Wir bereiten uns natürlich auf die Proben oder auf die neuen Werke, die wir spielen, vor. Dann gibt es viele Proben. Es kann schon sein, dass man am Tag um 10 Uhr von zu Hause weggeht und um 23 Uhr nach der Oper wieder zurückkommt und dazwischen ein paar kürzere Pausen noch hatte. Das kann schon passieren, ja. Musik in erster Linie berührt, finde ich. Ich finde, es geht einfach ins Herz und das kann in jeglicher Richtung sein. Im Orchester ist man natürlich ein großes Ganzes, aber jeder trägt natürlich dazu bei. Ich denke, Musik kann auch wirklich schön verbinden. Es ist wie eine große Familie, also auch wenn noch ein großer Star kommt, trotzdem hat man das Gefühl, es ist einfach gemütlich. Wir Österreicher haben vielleicht ein kleineres Land und trotzdem aber ein großes Herz, hoffe ich. 3, 4, 1. Ein Herzstück vieler Opern ist der Chor. Die meisten fixen Mitglieder des Chors sind ausgebildete Solosänger. Wie zum Beispiel die Mezzosopranistin Victoria McConnell. Die Challenge im Chor ist, glaube ich, dass man seine Stimme gut einfügen muss in den Gesamtklang. Das hat man als Solist natürlich nicht. Da steht man da als Individuum und kann sich präsentieren. Da muss man sich im Chor ein bisschen mehr zurücknehmen können. Das schafft nicht jeder. Bravi, meine Damen und Herren, sehr gut. Der Fidelio ist ein sehr schönes Erlebnis auf der Bühne. Wir sind da in dieser Masse angeordnet. Und das ist auf der Bühne auch ein wahnsinnig tolles Klangerlebnis. Man hört sich sehr gut, man wird da irgendwie umarmt vom Klang. Für die Soprane ist es eine große Herausforderung, es ist eine schwere Chorpartie, es ist sehr hoch, es ist eine exponierte Lage. Am Anfang war ich sehr geflasht eigentlich. Also das war eine wahnsinnige Ehre für mich, dass ich an diesem Haus hier arbeiten darf. Ich komme von der U1 rauf, höre den Donauwalzer vom Opern-WC und sehe dann dieses Gebäude und denke mir, wow, das ist mein Büro, das ist schon toll. Ja. Unterdessen müssen, ähnlich wie auf einem Piratenschiff,
die Herren vom Schnürboden im richtigen Moment die richtige Knotentechnik anwenden. Saugnopf und Barrierknopf sind für uns die ausschlaggebenden. Na, der Saugnopf ist schon was anderes. Der Saugnopf ist der ineinander. Nein, ist ein Achter. Na, auch oder Saugnopf? Nein, ne? Saugnopf ist, wenn du es falsch machst. Oder Fuhren ausschaut, wie nein. Ein nicht richtig gebunden ist. Der Saugnopf ist der. Nein, dann bitte. Nein, du bist das, oder? Ja, nein, weißt du. Na, dann ist halt ein anderer. Mein Gott, nein. In die Remtheit. Ja. Das ist der Tag, der so, gell? Ja. Achtung! Wenn man nur da sitzt den ganzen Tag, wirklich so wie 12 Stunden und es rennt kein Schmäh, oder wie man so schön sagt in Wien. Macht das Arbeiten? Das ist halt sehr gut, nicht? Dann so macht das Arbeiten. Ist monoton und da redet der Spaß und der Schmäh. Und das nimmt auch Gott sei Dank keiner irgendwie was persönlich oder so. Wenn ich jetzt irgendwie einen blöden Schmäh mache über einen Schabi oder über einen Flockerl oder so. Oder über den Stefan. Das ist alle, oder über mich, ja, das ist alles ja, familiär ein bisschen halt. Ne? Die Staatsoper ist natürlich die Summe der Personen, die dort arbeiten. Hier jeden Abend eine Vorstellung zusammenzubringen, verlangt natürlich allen wahnsinnig viel ab. Und da wird man dann wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft. Jeder schaut auf den anderen. Und das ist außergewöhnlich. Nachdem der Schlussapplaus verklungen ist, gönnen sich die Mitarbeiter noch das eine oder andere Achterl oder Krügerl in der hauseigenen Kantine. Und wenn das letzte Bier getrunken und das letzte Licht erloschen ist, hat Feuerwehrmann Franz seinen finalen Auftritt. Bei seinen Kontrollgängen ist er der König der Nacht. Und die Oper gehört ganz alleine ihm. Das Holz arbeitet und da kann schon passieren, dass einmal so ein Knarren kommt. Zum Beginn meiner Dienstzeit ist man da sicher erschrocken, aber mittlerweile sind diese Geräusche im Ohr. Da bringt einen nichts mehr aus der Ruhe. Ja, nach 35 Jahren fühlt man sich zu Hause. Man verbringt ja einen Großteil des Lebens hier. Und man kennt in unserem Fall jeden Winkel des Hauses. Das ist ein zweites Zuhause, ne? Das Faszinierende an der Musik ist für mich, was Komponisten mit der Musik ausdrücken können. Das ist Tragik, Freude. Das ist ganz einfach unbeschreiblich. Tote Stadt vom Korngold zum Beispiel. Da ist eine Arie drinnen, das zieht dich in den Bann.